Spec Ops The Line, Folge 20. Herzlich willkommen zurück. Ja, gut sehen wir aus, möchte ich sagen. Jetzt muss ich gerade mal kurz. Ah, hier, genau. Ich komme mittlerweile ein bisschen durcheinander, da ich gerade ja auch Parallel 4 spiele, hier mit der Steuerung. In der letzten Folge haben wir Lugo verloren, der da von irgendwelchen Einheimischen leider aufgehängt wurde. Und jetzt hier, begeben wir uns zu diesem hübschen Turm. Verdammt, ich wollte eigentlich nachgucken, ob das wirklich dieser hohe Turm ist, dieser höchste Turm der Welt, aber ich glaube schon. Ist ja auch egal, ja. Ja, super, da kommen wir schon mal unentdeckt rein, das freut mich. Bereit? Wieso nicht? Die Pferde lebt ewig. Dann mal los. Noch einer! So. Muss ich hier gerade mal ein bisschen, ja, ich glaube, ich behalte mal unsere aktuelle Auswahl. Ich muss ja den Ton ein bisschen leise machen. Oh, ich war gerade beim Ton leise machen. Ja, die erwischt mich noch. Egal. Also, ich wollte eigentlich sagen, also wir sind aktuell auf dem Weg zum Colonel Conrad, um den kalt zu machen. Dem er indirekt Lugo auf dem Gewissen hat. Ja, Gottverdammt! Werfer Handgranate! Den haben wir erwischt. Ihn nicht. Lauf, 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 lauf. Oh, fuck. Ja, so schnell geht das. Ich muss streamen, ich muss mich gerade wieder ein bisschen reinfinden. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Ach, guck mal. Dieses Scar-H, Scar-H, oder wie das Ding heißt, hat einen Granatwerfer unten dran. Das war das, was wir gerade Bereit? liegen gelassen Wieso haben. Das nicht? hier. Keiner lebt ewig. Dann tauschen wir das gleich mal. Dann mal los. Ah. Nein. Kontakt! So. Wow. Probieren wir das jetzt mal aus. Ich hab den Hurensohn! Wow. Wie löse ich den Granaten? Fuck. Hohoch. Oh. Hab ihn! Okay. Ich merke schon wieder, ich komme in diesem Spiel einfach nicht zum Reden. Ach du Scheiße. Ach ja, klar, ein Sniper auch noch. Oh, ich glaube, er sollte uns nicht oft erwischen. Einer von uns? Ja. Alter, wie soll ich das denn schaffen? Ich muss den so erst ausschalten. Ja, super. Ich hätte das vermutet, dass der Sniper mich jetzt erwischt. Noch einer! Ich bleib mal hier eben. Bin ich nämlich außerhalb der Bahn von diesem blöden Scharfschützen. Ich könnte eigentlich immer. Scheiße, die war schlecht. Oder? Schlecht. Ah doch, die war gar nicht schlecht. Der ist tot! So, jetzt haben wir schon mal keine Munition mehr für das hier. Nein, 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 nein. Alter, diese Steuerung. So, wir warten mal eben, bis wir wieder einigermaßen fit sind. Wie kann ich denn den Granatwerfer eigentlich auslösen, wenn ich mal fragen darf? Ah, so. Ach, das hält nur auf.
Ach cool, das ist ja geschickt. Wo ist der Sniper? Ist er tot? Ah, tatsächlich. Ich befürchte, ich habe ihn nicht erwischt. Oh, nice. Der war gut. Ich gehe mir hier kurz ein bisschen Munition einsammeln, falls es hat. Scheiße, keine Munition mehr für den Granatwerfer. Gegner erledigt! Da gibt's Munition und Granaten. Oh oh. Okay. Normalerweise sagt er was, wenn wir alle haben. Verdammter Hund! Oh, warte mal, der hat meine Lieblingswaffe. Schrotflinte im Einsatz, aufpassen! Oha! Er ist ungedeckt! Abknallen! Werfe Granate! Eine Granate! Scheiße! Noch einer! Haltet sie mir kurz vom Leib! Da bewegt sich einer! Muss nachladen! Gib mir Deckung! Wo ist der denn jetzt hin? Ach da. Ich guck mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Das ist unglaublich, man kommt nicht zum Reden. Vor lauter Geschieße. Gibt's Munition da drin? Kommen wir hier irgendwo hoch? Nee. Müssen da rein. Ich will da aber nicht rein. Da ist nämlich noch mindestens einer am Leben. Boah, wo läufst du denn hin? Wo läufst du denn hin? Oh Mann, ey. Naja, hoffen wir mal, dass Adams das macht. Feind ausgeschaltet. Okay, gut. Dann mal Munition auffüllen. Wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Komm! Ich guck mich nur noch eben um. Walter, beweg deinen Arsch! Gleich, ob es irgendwie Geheiminfos gibt oder sowas da. Kriegen wir noch ein paar Haftgranaten. Komm jetzt, Walter! Ja, ja, bin ja unterwegs. So, Safe Point, das ist schon mal gut. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ah, guck mal. Als Besatzungsmacht muss man stets ein gutes Beispiel abgeben. Befolgen Sie aus diesem Grund die nachfolgenden Protokolle. Achten Sie stets auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. Kein Fraternisieren mit Zivilisten jeglicher Art. Außer Dienst die Musik bitte auf einer vernünftigen Lautstärke halten, sodass die hiesige Bevölkerung nicht gestört wird. Keine Drogen oder Stimulantien, es sei denn, sie werden durch medizinisches Personal verabreicht. Für Alkohol gilt ein Bier pro Mann und Tag zu einer Mahlzeit, falls verfügbar. Teilen Sie sich das Putting Green oder der Zutritt wird entzogen. Jeder Verstoß bringt 5 Strafpunkte. 5 Strafpunkte bedingen eine offizielle Verwarnung. 10 2 Wochen Zwangsarbeit. 15 öffentliche Auspeitschung. Plünderung und übertriebene Gewalt werden nicht toleriert und ziehen schärfste Bestrafung nach sich. Na, sieh an, öffentliche Auspeitschung. Welcome back to the Middle Age. So.
Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es alles auf einen ganz üblen Bosskampf gegen 10.000 Panzer rausläuft. Haltet Delta von dem Tor weg! Knallt sie ab! Los! Phosphor! Oh oh. Ach super. Los runter! Das kennen wir noch zu gut. Ich kann nicht sprinten übrigens, au. Warte, was machst du denn? Scheiße, was? Warte, wir müssen den Mörser zerstören! Noch oh. Ein Schuss aus dem Mörser und wir sind hin! Schalt ihn mit der RPG aus! Ich beschäftige die Kerle! Ah. Reicht das, wenn man es einfach mal reinjagt? Oh, anscheinend schon. Mörser zerstört! So, behalten wir jetzt. Wow, wow, wow. Okay, die habe ich nicht gesehen. Dann halt nochmal. Läuft ja wieder gut, hey. Wir sind schon auch verdammt oft gestorben, wenn ich mir so überlege. Okay, lade nach. Habe ich noch eine Rakete? Nein, natürlich nicht. Soldat kommt aus Deckung! Hier müsste mein Gewehr noch irgendwo liegen. Ach, natürlich nicht mehr, das ist jetzt weg. Scheiße. Boah, geht Deckung. Kill ist bestätigt, verdammt! Wie komme ich denn an dem da hinten ran? Hm. So schon mal nicht. Wo ist eigentlich unser Kollege? Lauf! Vorrücken, aber Vorsicht vor dem MG! Ach, da ist er ja. Geh doch in Deckung, Mensch. Ah, das sind gleich zwei, das ist ja sympathisch. Fick dich! Passt auf die scheiß Rotflinte auf! Warum spricht der immer noch in der Mehrzahl? Wir sind nur noch zu zweit, Kollege. Kann er nicht weit genug werfen? Hm. Probier es einfach mal. Lauf, 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 lauf. Ach, das ist gleich der nächste. Das habe ich vergessen. Geh in Deckung. Und wir sind tot. Ganz toll. Oh, die Stelle wird mir auf die Nerven gehen. Das sehe ich jetzt schon. Erinnert mich so ein bisschen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 1. War das noch? So, einen Schuss mit der Rakete habe ich noch. Will ich eigentlich. Den hebe ich mir mal auf. Wobei, den habe ich, kann ich die anderen nicht mitnehmen, ist auch scheiße. Ich hau die einfach mal da rein. Gegner erledigt! Ah, wir haben immer noch eine. Lauf, lauf, mit der Deckung. So, einen Schuss müssen wir noch haben. Sehr gut. Jetzt haben wir zumindest... Geh doch hin! Alter, ich dreh durch mit dem Typ. Lauf. Nicht da in Deckung. Vorsicht!
Das MG nagelt uns fest! Du gehst rechts! Rechts rum! Beobachte den Feind, der kommt aus der Deckung! Nimm das, Penner! Ja, der lebt immer noch. Vielleicht reicht es ja. Nee. Alter. Ist eigentlich noch eine Rakete drin oder nicht? Nee, oder? Oh. Nee. Ich werd hier platt gemacht. Ach, ich auch. Wie soll ich denn an den Pennern da vorbeikommen? Den müsste man noch erwischen. Hab ich. Ey, der lebt ja immer noch. So, den haben wir auch. Das Problem ist, an diesen MGs kommen wir halt echt nicht vorbei. Okay, wir sind tot. Ja, wunderbar. Das macht ja unglaublich viel Spaß. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einfach ein kurzes Päuschen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bezweifle es ehrlich gesagt, dass es da viel besser läuft, aber mal sehen, irgendwann müssen wir weiterkommen. Bis zum nächsten Mal, tschüss, bye bye.